What's up, Freaks? Willkommen zu einer weiteren Let's Play von mir, sofort zum Spiel TF2. Heute als Pyro auf PL Cactus Canyon. Es gibt heute Besonderheiten, Leute. Erstmal so oder so, dass ich Flog spiele mit Hammer, Signalpistole, Schmorschuss und der Hammer. Ja, ich weiß den Namen von Hammer gerade nicht. Eigentlich irgendwie peinlich, habe ich das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So oder so, ich habe hier überhaupt keine Map-Kenntnis gefühlt. You are going to die. You are going to die. Ja, genau. Ich auch. Ich auch. Nein, wir hatten gestern ein Update in TF2. Und zwar ein interessantes Update auf jeden Fall. Ein sehr interessantes Update. Erstmal, es gibt die neuen Schlüssel zu den neuen Limited Summer Crates. Ja, was auch immer das für die Crates war. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ich meine, das waren Limited Summer Crates. Auf jeden Fall gibt es jetzt die schönen Schlüssel dazu. Bis zum 13. Oktober im Shop erhältlich, deswegen schlag zu. Es gibt, glaube ich, 7, 6 neue Items. Ein paar schicke dabei. Ich finde es jetzt aber nicht so. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht allzu wow, würde ich jetzt sagen. Denn irgendwie eher so Standard-Item-Zeugs, was man daraus bekommt. Finde ich zumindest. Finde ich zumindest. Nope. Oh Gott. Ja. Yeah. Nö, nee, 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 nee. Du wirst so oder so sterben, denn du brennst zu viel, genau. Er hat mich nicht bekommen, das freut mich jetzt gerade ein Keks. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ansonsten, es gibt neue Medaillen zu einem Beta-LAN 2014-Event, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Es wurde behoben, ein Fehler, der mich sehr freut, und zwar, dass wenn man tortet oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen macht, dass nicht diese Items auf einmal random irgendwo auf der Map in der Luft stehen bleiben, sondern dass die endlich vernünftig verschwinden. Das gibt's doch gar nicht. So, dass man merkt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Gegner herkommen. Irgendwie bin ich hier so ein bisschen am Rätseln. Ja, yo, Medic ist nice. Medic ist really nice. Ah, ich hab den Medic getroffen. Ob der das jetzt mitkriegt? Ich weiß es nicht. Ein bisschen frisky, risky, das hier zu machen. Du bist down. Du bist down. Oh, komm schon. Du willst down gehen. Bist nicht. Und ihr seid auch alle gut. Okay, ich habe aufgeräumt. So halb, wenn man das so sagen möchte. Natürlich wurden auch wieder PL Cactus Canyon und hier. Das andere Counterpart, was es da noch gibt. Wie hieß die andere Welt nochmal? RD Asteroid und PL Cactus Canyon wurden beide natürlich wieder geupdatet mit besonderen Sachen, auf die ich allerdings jetzt nicht mehr eingehen werde, denn bei den Maps ändert sich so oft was, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, drauf einzugehen. Man sollte einfach abwarten, spielen und auf das Endergebnis warten, würde ich sagen. Oh ja, come on. Goddammit. Goddammit, schade. Schade, schade, schade. Flug macht Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Macht mir immer mal wieder zwischendurch Spaß. Kann man nicht drüber streiten. Ist noch irgendwas anderes Neues bei den TF2-Dings? Ja, eine gewisse Sache, die mich ziemlich hart ankotzt und nicht nur mich, sondern auch die einen Großteil der Spielerschaft. Und zwar haben sie eine Änderung eingeführt, die richtig scheiße ist. Und mit richtig scheiße, das ist eigentlich wahrlich untertrieben. Stellt euch vor, ihr seid in einem Spiel und wollt spectaten, aber ihr könnt nicht spectaten, denn euer Team hat entweder gleich so viele Leute wie, hat eine Person mehr als das Gegner-Team. Ihr werdet vom Spectaten restricted. Ihr könnt nicht einfach so spectaten. Es wurde wahrlich erschwert und es ist einfach so dumm gemacht, denn so viele Sachen sind nicht mehr möglich. Man kann zum Beispiel, wenn man mit einem Kollegen zusammenspielen will, ja, dann heißt es vielleicht erstmal, man muss erstmal gucken, dass im Gegner-Team jemand lief, damit man zusammen spielen kann, damit die Leute da, damit man effektiv einen Platz findet dort. Ich erkläre es vielleicht gerade ein bisschen beschissen, aber so ist es im Grunde. Oh Gott. Oh Gott. Ich zünd zumindest nochmal alles an am Ende. 7 HP. 7 HP. Wirklich dringend jetzt gerade. Wir machen es schon mal. Voll HP. Füllt das mein HP eigentlich wieder auf, das Flog aktivieren? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oder war das nur früher so? Oh, down geht er. Ich sollte übrigens meinen Hammer mehr benutzen, denn irgendwie, ich habe ihn zwar, aber ich nehme ihn nicht zum schneller Laufen. Was eigentlich ziemlich fail ist. Aber naja, ihr kennt mich ja. Ist man ja von mir gewohnt, dass ich ziemlich fail bin. Ja, ansonsten, die Sexies haben begonnen, Leute. Die Sexies sind, ihr wisst ja, der Source Filmmaker, ihr dürft abstimmen und die Leute bekommen eine schöne goldene Statue. Autsch!
Und ja, die sind nun endlich, die ersten Videos sind nun auf der Valve-eigenen Sexy-Seite released worden. Wer bereits ein paar schöne Filmchen gucken will, der sollte einfach mal drauf schauen, welche Dinger ich favorisiert habe. Ich habe, denke ich, so ein paar der Top-Favoriten des Jahres erwischt. Kriege ich das jetzt gerade auf den Schirm? Wartet mal kurz. So, bin wieder da im Spiel, mehr oder weniger. Ich habe zum Beispiel Behind the Mask, ist so ein Drama, was richtig gut gemacht ist, so ein Depressionsdrama. Was mir immer noch im Kopf hängen bleibt, dass die Message, die sie rüberbringen wollten, hat wirklich, kam wirklich so rüber, wie sie es wollten, und sie ist sogar hängen geblieben. Ich bin sehr überrascht gewesen von dem Video, auch wenn es nicht so extrem gut... Wow! Wenn ich sagen darf, dass mich das überrascht... So hinten bei unserer Base. Ich meine, wow, okay, überrascht. Ansonsten, wir haben noch, wir haben ein paar sehr lustige Sachen. Man's Web, wo Scout um Heavy Seele tauschen. Was ist da noch? Ich habe insgesamt 7 Favoriten hier. Manco Cup Classic wurde von diesem, 3DS of Max oder 3DS of Max gemacht, was normal, der normalerweise ja richtig Skill hat in solchen Geschichten. Dieses Mal aber ehrlich gesagt ein richtig beschissenes, einminütiges Video rausgebracht hat. Ich habe es mir angeschaut und denke mir, nee, das ist nicht lustig, das ist irgendwie, was ich lese die Kommentare und alle Leute, wow, voll lustig, das, der geilste Scheiß, den ich bisher gesehen habe. Und ich habe mir das angeguckt und ich saß da wirklich total gelangweilt vor. Ja, hab's trotzdem favorisiert, denn 3DS of Max ist halt einer der allgemein Top-Favoriten, der auch in den letzten 2 Jahren gewonnen hat, dementsprechend, ja. Ich weiß nicht, was es diesmal soll und warum es lustig sein soll, wenn es irgendwie nicht lustig ist. Ah, Doppeltreffer, super. Superb. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, Rivalry Rush und The Jewel Escape. Gerade The Jewel Escape ist genial gemacht worden. Aber ich denke, so wie es auch viele andere denken, Rivalry Rush wird wohl Best Overall gewinnen, SFM, weil, was sie da geregelt haben, es ist eine Mischung aus Drama, Action und Comedy, also alle 3 Top-Kategorien im Spiel. Ich wusste es. Nope, du bist down. Und wirklich wahnsinnig gut gemacht, muss man einfach mal so sagen. Ja, scheiße. Scheiße! No! Ja, auf jeden Fall, stimmt für die Sexys ab. Ich weiß nicht, ob man da wieder was bekommen könnte, wenn man abstimmt. Ich glaube, damals beim ersten Sexys war das sogar so gewesen, aber ne. Beim letzten war es nicht so gewesen. Ich habe auf jeden Fall schon für 7 abgestimmt. Ich habe vermutlich noch für 3 andere abstimmen, wenn ich so 10 Abstimmungen habe. Denn Valve geht ja gerne den Weg der 10. Oder den Weg der geraden Zehnerzahlen, wenn man das so sagen möchte. Ansonsten eine kleine Neuerung, die ich gerade noch vergessen habe. Und zwar, ich hoffe, das ist jetzt auch hier so. Schade nicht. Normalerweise ist es so, wenn man jetzt Sachen bekommt, Sachen findet, werden die mit einem New Tag im Inventar im HUD angezeigt. Dachte, ich könnte euch das jetzt zeigen, aber allerdings noch habe ich das jetzt hier nicht. Ich habe wohl gestern ein paar Items gefunden, aber anscheinend zählt das nur für die Session und nicht für... Overall, würde ich jetzt schätzen. Gotcha. Ah, der Zug. Das ist jetzt, das war ein Fehler. Ich wünschte, ich wäre jetzt normaler Pyro gerade. Das wäre hier jetzt wirklich sehr wünschenswert. Sehr wünschenswert. Und danke, dass man den umgebracht hat, sonst wäre ich jetzt auf jeden Fall gestorben. Na, goddammit. Ich bin so oder so gestorben. Immer von Derpila, Thys, Demophil. Demophil. Na, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentiert und liken. Stimmt für die Sexys ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.